Hallo und willkommen zurück bei Elex. Wir machen direkt weiter. Oh. Duran wird angegriffen. Da ist das Viech auch schon tot. So einfach ist das. So einfach ist das. Liebe Freunde, es geht in die Stadt. Es geht in die Stadt. Hä? Oh! Ach ja, werden diesen anderen ja auch noch nicht gelootet. Da gibt es bestimmt auch noch Fleisch. Wo ist er denn? Oder hatten wir den gelootet? Ich glaube nicht. Weitergehen. Jo. Oh. Okay. Ein Augenblick. Ich muss mal eben hier ein bisschen die Soundeffekte ein bisschen runterschrauben. Effektlautstärke. Mal hier 50. Das ist ein bisschen laut, finde ich. Ja, ich bin fertig. Schieb mal ein bisschen ruhig hin. Bisschen ruhig hier, bitte. Das ist so ein gemütliches Rollenspiel hier. Da wollen wir nicht durchrushen hier, Duran. Gucken wir uns das mal an hier. Was ist hier denn noch? Nicht viel. Aber ich sehe gerade, ich habe einfach hier das Häuschen hier vergessen. Hallo? Kollege, wo bist du? Oh, das ist ein Köcher mit Pfeilen. Geil. Elexit, Magnesiumfackel. Schlafsack brauchen wir nicht. Was? Zigarettenpackung. Sehr gut. Aber noch was? Nee, doch nicht. Okay. Wo geht's hier noch lang? Was ist denn hier unten? Ich höre was, aber ich sehe nichts. Irgendjemand planscht im Wasser. Was ist hier noch? Hier war ich tatsächlich noch nicht. Es geht runter. Wir brauchen diesen verfluchten Schrott. Würden uns diese Biester nicht so viele Probleme machen. Jetzt sind diese Mistviecher nach oben gekommen. Hey, ihr dummen Trottel! Eure Arsche macht den Schritt! Wofür seid ihr sonst hier? Aua! Okay, du bleibst mal ruhig jetzt. Alter. Hallo? Kuh, drück doch Kuh. Verfehlt. Wie dumm bin ich? Okay. Hm? Tot. Ja, das Kampfsystem ist halt irgendwie jetzt, ist kein Dark Souls. Mehr sage ich dazu nicht. Nein. Lecker Schnaps. Metallschrott. Da packen wir einfach mal die fette Turbine, packen wir so in die linke Jackentasche hinein. Und laufen damit durch die Welt. Wasserflasche, 48 Elexit. Elexit ist hier die Währung übrigens.
Jetzt haben wir da schon 397 von. Das ist schon gut. Da haben wir noch mehr. Und ein Beil haben wir erhalten. Mal gucken, ob das Beil besser ist als unsere jetzige Waffe. Beil. Ah ne, das braucht mehr Stärke. Das braucht mehr Stärke. Ja, da brauche ich noch. Ui, 15 habe ich, 33 brauche ich. Und von Konstitution brauche ich 23. Okay. Das ist noch ein bisschen hin, bis wir das erreicht haben. Hier ist auch nichts mehr. Was ist da noch? Ist da noch irgendwo ein Gegner? Kein Plan. Hilfe! Was ging jetzt ab hier? Hä? Naja, da will ich hin. Oh! Hier denn los, ey? Da wurde jemand gegen die Wand geklatscht. Oh Gott, ey. Ah. Dann müssen wir unser Jetpack neu aufladen. Das dauert immer ein bisschen. Und los. Ey, das gibt es nicht. So, endlich. So. Haben wir es unbeschadet rausgeschafft. Im Heilen. Wo ist denn Duran Duran? Da steht er. Also los. Ja. Du hast gut reden. Stehst du einfach rum, machst gar nichts. Moment mal, warum hat er sich denn hier so gerade an die Wand hier geschmiegt? Guck mal. Hallo? Von wegen. Was für ein schöner Stein. Was für eine schöne Felswand. Die streichle ich da wieder. Komisch. Kann's weitergehen? Ja. Ab hier solltest du dich alleine zurechtfinden. Rüste dich hier in der Stadt aus und dann... Ich komme klar, danke. Vergiss nicht, du bist schwach. Du brauchst etwas, um dich zu verteidigen. Sieh dich ruhig bei uns hier um. Wer weiß, vielleicht schließt du dich eines Tages sogar den Berserkern an. Wie steht es um die Separatisten hier in Edan? Separatisten? Diese Splittergruppe der Alps? Ich hörte, das seien Terroristen. Sie sind jedenfalls nicht ungefährlich. Die Separatisten sind unseren Feinden auf jeden Fall am nächsten. Es sind immer noch Alps, auch wenn sie nicht mehr der Direktive der Alps folgen. Diese Terroristen verstecken sich und operieren aus dem Hinterhalt. Also pass besser auf, wenn du mal einem von ihnen begegnest. Mach deinen Weg, Flüchtling. Ich muss jetzt gehen. Ich bin ganz oben bei meinem Warlord Ragnar zu finden, wenn du mal wieder Schützenhilfe brauchst. Okay. Drücke L. So, jetzt haben wir mehrere Missionen hier. Erstmal holen wir diesen Teleporter hier. Sehr schön. Also, wir haben hier... Hä? So, wir haben hier einmal Hauptmission. Die ist unterteilt in jetzt im Moment nur ein Quest. Und zwar Überleben. Magellan ist ein gefährlicher Planet für einen Abtrünnigen. Gejagt von wilden Kreaturen und
meinen eigenen Leuten muss ich eine Siedlung der freien Menschen erreichen, um erst einmal in Sicherheit zu sein. Habe ich ja jetzt gemacht. Also ich bin ja jetzt in einer Siedlung der freien Menschen, denke ich mal. Kontakt. Das ist ein kleiner Vorposten der Alps. Ja, okay, das brauche ich noch nicht. Refugium der Separatisten. Die Separatisten sind den Alps immer noch am nächsten. Auch wenn sie nicht mehr derselben Direktive folgen. Wenn ich mein Ziel näher kommen will, sollte ich mich mit dem Kopf der Separatisten unterhalten. Dazu muss ich ihn aber erst einmal finden. Irgendwo muss das Rattennest ja sein. Gestohlene Gerätschaften, da geht's um mein Zeug. Während meiner Bewusstlosigkeit in den Bergen nach meiner Exekution bin ich bestohlen worden. Kram, den ich jetzt gut gebrauchen könnte, wenn ich den Kerl erwische. So, dann haben wir Gefährten. Ein Krieger der Berserker. Der Berserker Duran Duran scheint ein vielversprechender Waffengefährte zu sein. Möglicherweise eine gute Verstärkung. Und eine halb defekte Blechdose. Crony U4, eine meiner Kampfdrohnen, hat den Absturz offenbar mit einigen Schäden überstanden. Wenn ich ihn reparieren kann, ist er sicher ein vielversprechender Waffengefährte. Okay, also hier geht es nur um die Gefährten. Ne? Bevor wir irgendwie was anstreben, gehen wir jetzt erstmal in die Stadt und gucken, was da so abgeht. Alles klar. Halt! Dein Gesicht kenne ich nicht. Vor kurzem ist ein Gleiter der Alps über Edan abgestürzt. Darum ist es besser, wenn wir Nebelkrähen alles und jeden kontrollieren. Man kann schließlich nie wissen, was die Alps im Schilde führen. Ich habe keine Zeit für sowas. Was du nicht sagst. Wenn du die Klappe noch weiter aufreißt, leere ich dir auch noch deine Taschen. Ja, dann versuch's doch mal. Wenn du mich nicht überzeugen kannst, dass du kein Handlanger dieser Alps bist, endet deine Reise hier. Sehe ich aus wie ein Alp? Besonders Elex verseucht siehst du jetzt nicht aus. Gut, das Argument lasse ich gelten. Trotzdem verstehst du sicher, dass man nie vorsichtig genug sein kann. Eine letzte Sache noch, bevor ich dich passieren lasse. In Goliath wird nicht geklaut und die Waffen bleiben stecken. Nicht mehr, aber auch nicht weniger erwarte ich von dir. Schon klar. Okay. Gut. Dann heiße ich dich im Namen der Berserker willkommen. Wer sind die Nebelkrähen? Die meisten Krieger in Goliath gehören den Nebelkrähen an. Sie sind neben dem Eisenclan und dem Hammerclan der dritte Clan in Goliath. Der Clan der Nebelkrähen steht für das Gleichgewicht und die Ordnung. Warlord Ragnar höchst selbst ist ihr Anführer. Wer? Jetzt sag nicht, du hast noch nie von Ragnar gehört. Ragnar der Stürmische? Ragnar, Sohn von Bjar? Er ist der oberste Warlord hier in Goliath und wohnt oben in den Ruinen aus der alten Welt. Wer führt diese Stadt im Moment? Du solltest mir besser zuhören. Das habe ich dir doch schon erzählt. Solange Meister Thorald auf Pilgerreise ist, hat Ragnar, der oberste der Warlords, die Führung übernommen. Seine Behausung ist nicht zu übersehen. Er wohnt, sagen wir mal, recht eigenwillig. Vielleicht hast du auch Glück und begegnest ihm im unteren Viertel. Dort sieht er oft nach dem Rechten. Aber verscherz es dir nicht mit ihm. Er fackelt nicht lange. Schon kapiert. Gut. Denn er ist es auch, der darüber entscheidet, ob jemand bei uns aufgenommen wird. Also bau keinen Mist und halte dich an die Gesetze. Okay. Ja, das reicht mir erstmal. Mehr will ich nicht. Von diesem Affen. Ja, wir gehen jetzt erstmal hier ein bisschen spazieren durch Goliath. Hallo. Später vielleicht. Brauchst du da etwas Sumpfkraut? Hey, hallo? Ich habe Zigaretten für dich. Willst du kaufen? Später vielleicht. Ich habe gerade keine Zeit für dich. Warum nicht? Bist du Lara Croft? Lara?
Ich habe gerade keine Zeit für dich. Ich habe gerade keine Zeit für dich. Nein, gerade nicht. Ja, Leute, was soll ich denn auch noch hier jetzt? Später vielleicht. Gut. So. Du vielleicht? Wir reden später. Das glaube ich nicht. Ich glaube, sie ist einfach nicht. So, und was ist dein Verbrechen? Was? Ich bin Warlord Ragnar, Schirmherr dieser Berserker-Siedlung, solange Meister Thorald auf Pilgerreise ist. Wer ein Verbrechen begangen hat, muss sich vor mir verantworten. Außerdem haben Abgesandte anderer Gemeinschaften bei mir vorzusprechen. Also bist du ein Abgesandter oder warum bist du hier? Sprich! Ich bin ein Abtrünniger der Alps. So, pass mal auf. Wenn ich das jetzt anklicke, ich weiß ja nicht, was dann passiert. Werde ich eingesperrt? Werde ich geköpft? Ist das Spiel dann vorbei? Ich glaube nicht. Deshalb machen wir das doch. Ich bin ein Abtrünniger der Alps. Ich wurde von meinen eigenen Leuten hingerichtet. Du willst eine Exekution der Alps überlebt haben? Selbst wenn das stimmt, dann bist du geradewegs in die Höhle des Löwen marschiert. Also denk besser ganz genau darüber nach, was du als nächstes antwortest. Nochmal, was genau willst du hier? Also, da stand gerade, habt ihr es gelesen, Ragnar wird sich das merken. Und das hat mit Sicherheit dann Einfluss auf den weiteren Spielverlauf. Deshalb, also wir machen das jetzt auch so. Wenn wir jetzt eine Entscheidung gefällt haben, steht die. Wenn ich was angeklickt habe oder jemanden getötet habe oder was auch immer, dann ist das permanent. Ich werde nicht hingehen und das Ganze nochmal neu laden. Weil das geht ja im echten Leben auch nicht. Ne? So, oder? Ich suche... Ich brauche Informationen. Aha, du bist also ein Suchender. Jeder, der sich frei in meiner Stadt bewegen darf, hat seinen Beitrag zu leisten. Wenn du also hier geduldet werden willst, dann hast du dich an meine Regeln zu halten. Diese Regeln sind ganz einfach. Wenn du der Gemeinschaft der Berserker schadest, wirst du dafür bezahlen. Wenn du der Gemeinschaft dienst, wirst du deinen gerechten Lohn dafür erhalten. Ich hoffe, wir verstehen uns. Denn wenn nicht, wirst du dich vor mir verantworten müssen. Ist das klar? Wir sind jetzt mal ein bisschen... Wir... Die Bauchpinseler. Ja? Das ist immer so ausgeglichen. Ja? Gerade haben wir noch eben so ein bisschen verärgert, weil wir gesagt haben, wir sind Alp. Jetzt sage ich, du bist der Boss. Du bist der Boss. Ja, richtig. Je schneller du das kapierst, umso gesünder für dich. Alles andere wäre äußerst leichtsinnig von dir. Gibt es sonst noch etwas? Ich kann mir auch Sachen merken, Ragnar. Ich kann mir auch Sachen merken. Und das habe ich mir jetzt gemerkt. Ja, und dafür wirst du zahlen. Mich so zu behandeln, so spricht niemand mit mir. Niemand. Welche Neuigkeiten gibt es in Goliath? Goliath ist meine Stadt. Und ja, das wissen wir jetzt. Das sagen. Das sagtest du bereits. Du lässt dich nicht leicht einschüchtern. Keine schlechte Eigenschaft. Die meisten meiner Arbeiter bekommen es mit der Angst zu tun, wenn ich erstmal in Fahrt komme. Aber von meinen Berserkern erwarte ich, dass sie standhaft sind und niemals weichen. Du bist offenbar keine Ausnahme. Interessant. Wie auch immer, wende dich an Warlord Angrim. Er ist empfänglich für Intrigen, Gerüchte und Neuigkeiten. Wo finde ich Angrim? Erwartest du jetzt, dass ich dir eine Karte zeichne? Ja. Nein, ich will nur wissen, wo er ist. Such ihn im Viertel der Krieger, in der Nähe des Mana-Schreins. Dort solltest du ihn finden. Alles klar. Angenommen, ich unterstütze euch. Angenommen, ich unterstütze euch. Wovon ich ausgehe? Dann gibt es doch sicher etwas, das über die alltägliche Arbeit hinausgeht. Wie kommst du darauf, dass ich jemanden brauche, der mehr als nur das Übliche tut? Weil ich sehe, was hier los ist. Ist nicht zu übersehen, dass hier nicht alles rund läuft, nicht wahr?
Machen wir ihn? Sollen wir ihn dem mitgeben? Sollen wir das machen? Weißt du, du musst wortgewandt sein. Ja, du musst ihn... Psychisch musst du ihn... Der Fisch stinkt vom Kopf her. Treib es nicht so weit. Aber es gehört auch Mumm dazu, mir so entgegenzutreten. Na schön. Du sagst also, du kannst uns helfen. Ja. Dann beweise es. Jedes Mal, wenn ich meine Leute an ihre Pflichten erinnere, tun sie, was ich sage. Sobald ich ihnen aber den Rücken zukehre, scheren sie sich einen Dreck darum. Ich will, dass wieder Ordnung in der Stadt herrscht. Und solltest du wirklich vorhaben, dich ganz in unseren Dienst zu stellen, wirst du eine ganz spezielle Aufgabe von mir bekommen. Wow. Erledigst du alles zu meiner Zufriedenheit, hast du mein Vertrauen. Das reicht erstmal. Mehr will ich von diesem Affen erstmal gar nicht wissen. Weißt du was? Ich hau nur um. Die Waffe will ich hier nicht sehen. Okay. Du nimmst ja doch Vernunft an. Warte mal ab, mein Freund. Warte mal ab. Wir sehen uns so ungefähr in 30, 40 Stunden nochmal wieder. Was geht hier ab? Was geht hier ab, Leute? Du musst mit mir mal was anderes als Goliath sehen. Wie oft denn noch? Ich habe hier alle Hände voll zu tun. Ich verspreche dir, du wirst es nicht bereuen. Doch, das werde ich. Du bringst dich irgendwann noch selbst in Gefahr. Die Jagd nach Viechern ist harmlos. Vertrau mir. Das meinte ich auch nicht. Du weißt ganz genau, worum es mir geht. Ach, wegen den Fremden? Glaub mir, die anderen Gemeinschaften sind nicht so schlecht, wie Angrim sie macht. Er und sein Eisenclan, die können mich alle mal. Genug. Ich will nichts mehr davon hören. Wegen dir kriegen wir noch Ärger. Ich wollte eh weiter. Man sieht sich. Versteh einer die Frauen. Ja. Da willst du ihnen nichts Böses und anstatt dir zu danken, jagen sie dich fort. So ist das. Was ist passiert? Ach, nichts Wildes an und für sich. Ich wollte einer guten Freundin nur die Welt da draußen zeigen. Auf Dauer wird man in Goliath doch verrückt. Das kann ich mir vorstellen. Aber sie hat Angst, dass sie das Gesetz brechen könnte. Und was ist mit dir? Als Jäger kenne ich mich mit Gefahren aus. Da bin ich abgehärtet. Also, okay, dann brauche ich jetzt hier für die Antwort brauche ich Persönlichkeit 1. Irgendwas sagt mir, dass deine Einstellung dich in Schwierigkeiten bringen kann. Nicht gut genug. Persönlichkeit 1, das heißt... Ich muss gleich mal gucken. Wenn du das sagst. Und wie ich das sage. Ich muss nun aber weiter. Wir sehen uns. See you. Wo ist die Olle jetzt? Später habe ich vielleicht Zeit. Ich habe jetzt keine Zeit. Hat hier überhaupt jemand Zeit? Wie soll das alles nur enden? Akira. Brauchst du frische Verbände oder willst du etwas von meinem Kräutersud? Dann bist du allerdings zu früh dran. Ich muss erst neuen zubereiten. Wow, Baby. Bietest du jedem deine Hilfe an? Ja, es ist einfach meine Bestimmung, anderen zu helfen. Außerdem handle ich so im Sinne unseres Gesetzes. Meine Heilkunst sehe ich als meinen Beitrag dazu an. Und er ist bitter nötig. Was ich alles gehört habe von denen, die wir aufgenommen haben. Schrecklich. Ich fürchte, die seelischen Schäden, die manch einer da draußen erlitten hat, können nicht mit einem Trank kuriert werden. Aber vielleicht mag unsere Magie das vollbringen. Schließlich ist sie es, die unser Überleben sichert. Was hast du denn alles so gehört? Hauptsächlich Geschichten über den Krieg und die Kämpfe da draußen. Grässliche Wunden und viele Tote. Die Alps beherrschen eine unglaublich zerstörerische Art der Magie durch den Konsum des reinen Elex. Ja, sie ist sehr effektiv. Für jemanden, der einmal in Besitz solcher Kräfte war, ist es sicherlich schwer, je wieder vom Konsum des reinen Elex runterzukommen. Du hast ja keine Ahnung. Man sagt, es sei nur eine Frage der Zeit, bis der Körper sich wieder normalisiert, wenn man den Elex-Konsum einstellt. Die Entzugserscheinungen sollen aber höllisch sein. Nur gut, dass wir unser Mana haben. Okay, die haben das Mana. Und das Mana macht nicht abhängig, oder was? Was weiß jemand wie du schon vom Elex-Entzug?
Nun, wir hatten einmal einen dieser Separatisten der Alps hier zum Verhör, den ich verarzten sollte. Seine äußeren Wunden waren nicht so schlimm, aber der Elex-Entzug machte ihn völlig fertig. So wie einem das Elex die Emotionen nimmt, so kommen sie geballt zurück, wenn man das Elex absetzt. Die Folge war ein Mann, der mit all seiner Kraft gegen das Gefühlschaos in seinem Kopf ankämpfte. Was ist mit ihm passiert? Wo ist er? Er starb. Sein Wille war nicht stark genug, um sich dagegen zu wehren. Kannst du meine Wunden heilen? Du? Du scheinst mir recht robust gebaut zu sein. Knochenbrüche hast du nicht. Nur ein paar Kratzer. Ich denke, das hier wird dir auf die Beine helfen. Oh, das ist aber nett. Danke. Ach, das war nur eine Kleinigkeit. Oh, die ist ja nett, Akira. Je schneller du lernst, dich selbst zu verarzten, umso weniger Arbeit habe ich damit. Okay, ciao, ciao. War das jetzt eigentlich die, die sich gerade gestritten hat mit diesem anderen da? Man weiß es nicht. Lagerfeuer. Hier können wir gebratenes Fleisch zubereiten. Das ist gut. So. Hey, warte mal einen Augenblick. Was will er denn? Du machst dich doch nicht mit den Dieben gemein, oder? Pass auf, was du da von dir gibst. Nein, nein. So war das nicht gemeint. Du hast vor kurzem ein paar Klerikerwaffen aufgespürt, richtig? Du bist mir gefolgt. Das war nicht nötig, aber das ist ein anderes Thema. Diese Waffen gehören nicht in die Hände der Berserker. Ich will sie zurück zu meinen Brüdern bringen. Und ich würde es als persönlichen Gefallen ansehen, wenn du sie mir gibst. Ja, was machen wir? Geben wir ihnen die Waffen? Guck mal, ist doch so, du gehörst einer Truppe an oder einer Gruppe. Deine Brüder, deine Kollegen werden umgebracht. Ja, du gehst hin, um die Sachen wieder aufzuholen und die Sachen sind weg. Weil jemand sie mitgenommen hat. Eigentlich hast du ja Recht darauf, auf die Sachen. So. Ich habe sie gefunden. Ich darf sie eigentlich behalten, aber eigentlich bin ich ja gerecht, was sowas angeht. Ne? Deshalb vielleicht ein Kompromiss. Wenn er mir Geld gibt, Elex sieht, dann machen wir's. Alles hat seinen Preis. Ich biete dir eine Menge Elexid, wenn du sie mir gibst. Du würdest das Richtige tun. Bedenke, sie gehören den Klerikern. Ja, ja, das weiß ich schon. Wir stellen uns mal gut mit ihm. Wir stellen uns einfach mal gut und geben ihm die Waffen. Und mal gucken, was passiert. Gut, du sollst sie haben. Kluge Entscheidung. Ich wusste, dass man mit dir reden kann. Hier, ich halte mein Wort. Das sollte für einige Zeit deine Ausgaben decken. Jo, haben wir direkt mal 300 Splitter gekriegt. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Jetzt haben wir 800. Perfekt. Das ist schon mal ordentlich. Keine Zeit. Auch keine Zeit. Wer wäre er denn? Ich habe gerade keine Zeit. Oh, wir haben ja schon wieder die 30 Minuten voll, Freunde. Ich würde sagen, wir machen hier eben Stopp und dann geht's gleich weiter mit Elex. Tschüss.